Da hat sich einiges getan in der letzten Zeit. Erstmal zu der Grundproblematik. Wir alle wissen, Content-Management-Systeme bringen viel Nützliches mit sich. Erstellen von Inhalten für jeden, nützliche Werkzeuge, großen Pool an Erweiterungen. Aber dann kommt bekanntlich der Designer mit seinen Vorstellungen. Das kann so aussehen, das kann auch ganz anders aussehen. Und dann dauert es nicht lange und dann tut sich die Frage auf, wie bekomme ich das mit dem zusammen? Ja, ein bisschen hier überlegen. Die Lösung heißt Diazo, zusammen mit Plone App Seeming, was die Integration in Plone darstellt. Diazo selber kann man auch ohne Plone verwenden. Plone App Seeming bindet das Ganze dann in Plone ein. Was ist Diazo? Diazo verbindet das statische Theme mit dem CMS über XML-basierte Regeln. Und was am Ende rauskommt, ist ein gethemtes CMS. Also, wir legen die Sachen übereinander und erhalten das, was wir dann wollen. Wir haben hier mal ein paar Beispiele. Die globale Navigation von Plone lässt sich über einen Doom-Baum ansprechen mit folgendem Tag. Und wir ersetzen hier mit der Replace-Regel aus dem Content-Bereich die Portal Global Navigation. Und da greifen wir uns das LI oder die LI-Elemente und fügen die in das Theme ein. Und zwar greifen wir uns da das Element mit der Klasse ZeitNav und ersetzen die Child-Elemente von diesem Tag. Ja, wir sehen hier ist CSS:// theme-children. Es gibt bei beiden, bei Content und bei Theme, die Variante ohne oder mit Children. Children heißt letztendlich nichts anderes, als dass das Element, was wir greifen, nicht betroffen ist, sondern die Child-Elemente dann ersetzt werden oder was auch immer wir gerade machen. Ein anderes Beispiel, hier sehen wir mal zweimal die Schalterweiterung an der Stelle verwendet. Wir greifen uns also den Inhalt von dem Content-Tag, was im Plone dann der eigentliche Seiteninhalt dann ist, und fügen das im Theme an der entsprechenden Stelle auch wieder nicht in das, also wir ersetzen nicht das komplette Tag, sondern ersetzen halt quasi die Schaltelemente. Wir haben hier nochmal das Beispiel ohne Child-Elemente. Wir greifen uns das Portlet News aus dem Plone, aus dem Content und ersetzen das Element Column 2 und da halt mit der Style-Klasse Section. So, das Grundgerüst dieser XML-basierten Datei sieht in etwa so aus. Das Ganze enthält dann Definitionsregeln, die so aussehen und halt beliebig dann erweitert werden können. Wir gucken uns das Ganze mal im Detail an. Wir können als erstes eine statische Datei definieren, die das Mockup enthält. Also wir haben jetzt zum Beispiel irgendeine statische Datei, die im Browser angeschaut so aussieht, wie die linke Seite aussah. Und da Seiten auch also grundlegend verschiedenen Aufbau haben können von der Startseite und auf Unterseiten, ist es halt auch möglich, unterschiedliche Vorlagen für bestimmte Bereiche zu definieren. Wir haben hier jetzt die Body Section zum Beispiel gegriffen und sagen da, dafür soll das Template bitte die Index.html sein. Das gleiche machen wir hier nochmal für Bottle-Type Plone-Site, weil man, wenn man jetzt die Frontpage nicht als Default View hat auf der Startseite, dann wäre der Kontext halt die Plone-Site. Und in jedem Fall möchten wir an der Stelle die Index.html als Grundlage haben. Alle anderen Seiten werden dann die Grundlage aus Article HTML nehmen.
Das Ganze geht halt durch, ich kann das beliebig aufschlüsseln. Das letzte, also die letzte Angabe, seam-hrf-article-html, greift halt letztendlich ohne irgendwelche Bedingungen und fasst halt dann den Rest ab. So, darunter sehen wir noch eine Anweisung, no-theme. Das Ganze ist dazu gedacht, dass man bestimmte Bereiche, zum Beispiel Fehlermeldungen oder irgendwelche Sachen, halt auch nicht im Theme drin haben möchte, weil es entweder ja unbenutzbar ist oder nicht durchgestylt ist oder man einfach bestimmte Bereiche davon ausnehmen möchte. Da kann ich hier so eine Regel definieren. An sich das No-Theme ist halt das Tag, was sagt, okay, wenn das matcht, dann passiert hier nichts. Davon können auch beliebig viele in einem Dokument auftreten, also wenn ich verschiedene Schnipsel habe, dann kann ich halt verschiedene Regeln machen. Und sobald eine Regel greift und er sagt No-Theme, dann ist das Theme weg. An dieser Stelle ist halt einfach das Body-Tag, wenn das eine Style-Sheet-Klasse Raw-Page hat, dann wird es halt nicht gestylt. Gut. Die Regeln mal im Einzelnen. Replace haben wir schon gesehen. Replace ersetzt ein Element im Theme mit dem Element aus dem Content. Oder halt mehreren Elementen, je nachdem, was halt alles darauf matcht. Das ist ähnlich wie bei jQuery. Ja, wenn ich halt mehrere Elemente mir da greife aus dem Doom-Baum, dann kann ich die halt damit ersetzen. Als erstes haben wir hier oben mal Replace auf das Title-Tag angewendet. Das heißt, wir greifen uns den Title aus dem Plonen-Portal und ersetzen den Title im Theme damit. Und als zweites haben wir hier aus dem Content-Bereich, also aus dem Plonen, greifen wir uns die Child-Elemente von Portal Colophon und setzen die ganzen Sachen dann in den Footer vom Theme ein. Es gibt After und Before. Die verhalten sich im Groben genauso wie Replace, mit dem Unterschied, dass sie halt im Theme vor dem Element, was gefunden wurde, oder hinter dem Element, was gefunden wurde, den Inhalt aus dem Content dann einfügen. Hier unten mal ein, zwei Beispiele. Es gibt Copy. Ich kann Copy genauso verwenden, wie ich Replace verwenden kann. Copy wird meistens dazu verwendet, Attribute aus dem Content ins Theme zu übernehmen. Ich kann aber auch Copy auf ganze Elemente anwenden. Da verhält sich das etwas anders als Replace. Bei Replace ist das so, wenn im Theme das Element nicht gefunden wird, was ich angegeben habe, dann passiert auch nichts. Bei Copy ist es halt umgedreht. Bei Copy wird ein Element, wenn es nicht gefunden wird, wird es erzeugt. Und bei Replace würde halt an der Stelle nichts passieren. Genauso ist es, nochmal auch vorweg schon gegriffen, wenn ich im Content-Bereich das Element nicht finde, das heißt, ich habe mich vermacht mit dem Doom-Baum, mit dem Pfad dahin, und ich ersetze oder kopiere halt etwas dann ins Theme rein, dann kann es halt sein, dass ich an der Stelle einfach auch Tags lösche. Das heißt, er findet auf Content-Seite nichts und fügt das an der Stelle ein. Dann muss ich mich nicht wundern, dann habe ich halt an der Stelle keinen Inhalt mehr. Es gibt Merge. Merge auf Attribute angewendet, verhält sich ähnlich wie Copy, mit dem Unterschied, dass ich damit die zum Beispiel Style-Sheet-Klassen aus dem Content und aus dem Theme zusammenfügen kann, sodass ich halt im Theme Klassen definieren kann, die zusammen mit denen aus Plonen halt dann die Kombination ergeben. Mit Drop kann ich Elemente oder halt auch Attribute aus dem Theme und aus dem Content rausfiltern. Ich kann jeweils immer nur eins von beiden angeben. Hier sind es jetzt mal direkt konkrete Elemente, die da rausgefiltert werden. Ich kann halt aber auch Attribute rausfiltern, wie eine, also oder die Stylesheet-Klassen. Ich sage hier, ich habe das da Elemente übernommen, zum Beispiel den kompletten Block von der Navigation, und ich möchte aber die ganzen Stylesheet-Elemente aus diesem Block raus haben, dann kann ich das halt mit Drop an der Stelle machen, um halt den Code einfach zu bereinigen, sodass ich halt in der Ausgabe dann weniger störende Elemente habe. Es gibt Swipe. Swipe
entfernt das Tag außenrum und belässt aber den Inhalt dann da. Das heißt, ich kann den Link zum Beispiel entfernen, wenn er um irgendwas rumgesetzt ist, ich kann aber den Inhalt da behalten. Auch manchmal ganz praktisch. Zu beachten gibt es eine feste Ausführungsreihenfolge von Diazo-Regeln. Es ist nicht so, dass ich die Rules-Datei von oben nach unten durchgehe und der führt das dann so aus, sondern das hängt davon ab, ist es ein Drop-Rule, ist es ein Replace, ist es ein Copy. Bei Before zum Beispiel und After ist es dann auch noch so, abhängig, habe ich es mit minus children verwendet oder nicht. Und da gibt es halt so richtig so eine fest definierte Reihenfolge, wie Diazo das intern dann also abarbeitet. Das spielt dann schon eine Rolle, wenn sich dann bestimmte Aktionen auf die gleichen Bereiche dann auswirken sollen. Da gibt es halt eine komplette Tabelle in der Diazo-Dokumentation. Da muss man im Zweifelsfall dann reingucken, wenn man da auf Probleme stößt. Plonab-Seaming hatte ich vorhin schon erwähnt, das ist Integration in Plon. Das macht es jetzt möglich, to the web halt per ZIP-Datei das komplette Theme auszutauschen. Also alles, was ich mit Diazo an der Stelle da machen kann, kann ich to the web austauschen. Ich kann statische Dateien, CSS und so weiter, ist alles enthalten. Die Struktur sieht ungefähr so aus. Ich habe ein einfaches Verzeichnis, das hat irgendeinen Bezeichner. Hier jetzt einfach mal WPD für World Plone Day war das. Der Bezeichner ist automatisch der Name in dem Theme dann auch, unter dem das aufgelistet wird. Ich kann im Plonab Theming halt auch mehrere sehen und kann die dann umschalten. Ich kann weiterhin eine Manifest-CFG angeben, in der kann ich dann nochmal einen schön ausgeschriebenen Titel und so weiter auch definieren, der dann abweicht von der ID des Ordners. Wir sehen ansonsten hier nur statische Dateien. Hier ist zum Beispiel der Artikel-HTML zu sehen, Index-HTML. Und CSS-Dateien und halt die Rules XML, wo unsere Regeln definiert sind. Und ja, das Ganze kann ich in Plon direkt auswählen, lade die ZIP-Datei hoch und aktiviere halt das Theme und ab dann ist das Plon-Portal dann komplett gestylt. Ich möchte vielleicht nicht immer die gestylte Variante sehen, weil das Theme ist noch nicht fertig, oder oft wird sich nicht die Arbeit gemacht, jedes Element von Plon halt wirklich auch ins Frontend mit zu übertragen, weil ich schmeiß vielleicht die ganzen Stylesheet-Dateien, CSS-Dateien und so weiter von Plon erstmal weg und habe nur mein Theme, kleines Set an Elementen, nur wenige Stylesheet-Regeln, sodass ich halt sage, ich nehme das Plon fürs Backend, ja, passt das ein bisschen an, dass das Logo und so weiter, ein bisschen CI da drin ist. Und ansonsten wird das Plon vom UI her verwendet für die redaktionelle Arbeit. Dafür ist es auch gut gemacht. Und der Benutzer kommt halt von außen dann auf die Seite und sieht halt die gesiemte Seite. So. Deswegen muss ich halt auch irgendwie eine Unterscheidung treffen können. Ich kann im Plonet Theming URLs angeben, unter denen das Theme nicht greifen soll. Und damit ist es halt möglich, eine und die gleiche Seite anzusprechen mit und ohne Theme. Zudem hier noch eine kleine Besonderheit. Dieses Control Panel von Diazo in Plon wird nie gesemt. Also da brauchen Sie nicht wundern, wenn man jetzt aktiviert hat, dass da erstmal nichts passiert. Man muss mal woanders hinklicken, dann sieht man, jetzt greift's. Das wird wahrscheinlich einfach den Hintergrund haben, wenn ich mich mal irgendwie ausgesperrt habe oder nicht weiß, wie ich da rankomme, ohne dass das Theme greift, die URL eingeben, Theme ist nicht da. Kann ich dann immer noch das Theme wieder deaktivieren oder austauschen. Es ist möglich, externe Inhalte einzubinden. Ich kann hier eine separate statische Datei angeben und kann sagen, ich möchte zusätzlich aus der Datei, die ich als Basis angegeben habe, da auch nochmal ein Element rausgreifen. Okay, ist nichts Wildes. Aber noch besser, das geht auch mit externen Webseiten. Hier mal ein Beispiel. Ich habe hier einfach mal die Timetable von der PyCon.de Seite genommen und habe die einfach mal hier reingezogen. Da fehlt das CSS noch, aber der Content ist, wie gesagt, mit dieser einen, das war jetzt nicht die Originalregel, aber mit einer einzigen Regel ist das halt passiert. Und dadurch habe ich natürlich sehr mächtige Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt externe Systeme integrieren soll,
nehmen wir einfach mal irgendeine Organisation, die halt noch andere Dienste hat, die haben dann auch wieder irgendwelche Web-UIs und so weiter und so fort. Da stellt sich halt immer die Frage, wie kriege ich die rein? Ich kann jetzt irgendeine API ansprechen, da gibt es dann auch wieder Argumente dagegen, die muss ja auf Dauer gepflegt werden, wenn sich die ändert. Und von daher hat man dann die zweite Möglichkeit, das über iFrames zu machen. iFrames ist nicht so toll, also kann man machen, aber Barrierefreiheit fällt damit schon mal einmal weg. Und von der Usability ist es halt auch nicht das, was man haben will. An der Stelle hier bekomme ich letztendlich eine einheitliche Seite raus. Das Einzige, was ich da noch machen muss, ist ein bisschen CSS anpassen oder mir das Original-CSS damit mit reinziehen. Und ich habe halt eine wirklich nahtlose Integration. Und dadurch kann ich halt wirklich einen Auftritt erschaffen, wo ich mir halt alles, was irgendwie über Web erreichbar ist, kann ich mir da reinziehen. Also ich könnte mir hier Spiegel Online die Inhalte reinziehen. Ja, natürlich mächtiges Werkzeug, mit dem man keine Dummheit machen sollte. Aber für nützliche Anwendungsfälle sehr, sehr praktisch. Ja, gibt es soweit Fragen? Habe ich gehört, dass einige Leute nicht so zufrieden sind, wenn sie mit XML-Dateien arbeiten müssen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, das irgendwie über andere Config-Files oder über programmatische Lösungen also zu definieren, die Regeln? Wer die XML-Datei nicht mag, kann dann sicher ein XSL probieren, aber ich glaube, das ist nicht besser. Das ist dann unten drunter der Layer, mit dem man dann wirklich die Hardcore-Sachen machen kann. Also damit ist so ziemlich alles möglich. Ja, es ist XML, aber wie wir gesehen haben, diese Regeln, die sind nicht wirklich kompliziert. XML ist auch nichts anderes. Ich meine, ich muss auch mit HTML umgehen. Dann kann ich auch sagen, mir gefällt HTML nicht. Weil es sind zwei Bezeichner. Es ist halt Quelle, Ziel und dazu noch vielleicht ein oder zwei Tags, wenn man sie braucht, so wie das Attribute-Tag oder sowas oder dieses href. Aber das ist, glaube ich, wirklich nicht das Problem. Alle Fragen? Du hast gezeigt, dass man eine externe Seite einbinden kann. Kann ich dort auch eine interaktive externe Seite einbinden? So ich das mit WinZ gab es als Zusatzprodukt, wo ich in einem Windows eigentlich eine externe Seite laufen lassen konnte. Ja, also ich mache das ja mit Plon auch. Plon ist ja interaktiv. Und ich ziehe die Elemente komplett rein. Natürlich kommt es darauf an, wenn die interaktive Seite jetzt irgendwie JavaScript und so weiter hat, dann muss ich mir das JavaScript mit rübernehmen. Geht auch. Also wenn die integrierte Seite selbst irgendwo auf eine Datenbank greift, weil das in ASP geschrieben ist, das spielt nicht die Rolle. Also man kann sich das vorstellen wie, ich habe jemand, der gibt hier drüben die Seiten ein, zieht sich die Inhalte jedes Mal raus und legt die da drüben rein. Das passiert im Hintergrund. Das heißt, ich habe eigentlich die komplette Bedienung auch rübergezogen. Es ist nicht auf statische Inhalte beschränkt. Ich kann mir jedes HTML-Element kann ich mir rüberziehen. Und ich kann von hier aus natürlich auch wieder draufdrücken auf den Button und dann passiert halt auch wieder genau das Gleiche. Also interaktive Sachen sind sicherlich komplizierter dann einzubinden. Da ist ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Deswegen sage ich auch, die Edit-Geschichten und so von Plon, ja, dieses ganze UI, da ist eine Menge JavaScript und eine Menge CSS dabei. Die Arbeit muss ich mir dann machen, das durchzustylen, dass es halt entsprechend gut aussieht. Und ich muss das JavaScript mit rübernehmen. Aber das geht alles. Also es ist wirklich möglich, jede webbasierte Sache komplett da reinzuziehen. Und das Produkt WinZ wird dann wahrscheinlich nicht mehr weiter gepflegt werden. Das wird es immer noch geben, weil es eine sehr schnelle Sache ist, mal ein Google-Fenster oder sowas da sich reinzuziehen. Aber es ist halt iFrame. Ne? Weitere Fragen? Wenn ich eine Startseite in HTML geschrieben habe und ich habe ein Plon-Team, das ich verwenden will, und wie kann ich dann am besten integrieren? Also Startseite, andere Startseite in HTML und eine andere Plon-Team? Also. Ja, das ist das, so wie ich das gezeigt hatte. Ich habe letztendlich, oder gehen wir mal hier auf die Grundstruktur, ich habe letztendlich im einfachsten Fall einen Ordner und in dem Ordner liegt das hier ungefähr drin. Ich habe hier eine Index HTML,
Das ist das, was der Designer mir baut. Reines HTML. So, statische Seite. Und dann habe ich einen Plonen stehen. Ja. So. Durch Plone App Seeming installiert man einfach. Es ist einfach ein Package, was man normal, wenn man es einzeln jetzt machen möchte, installiert man sich das halt einfach in sein Bild dort rein und aktiviert das im Plonen. Und dann kann ich ja schon hingehen und kann das hier zu einer ZIP-Datei machen und lade die da einfach hoch. Und wenn ich das gemacht habe, ist das da drinne und dann reagiert das Plon schon. Das Plon macht es intern. Ich kann auch die Yazoo selber betreiben als Whisky-Applikation, als Whisky-Server und kann unabhängige Portale damit auch genauso stylen. Das heißt, da muss irgendwo die Quelle angegeben werden. Da holst du dir bitte dein Content her und da liegt das Theme. Und dann zieht es sich das auch zusammen. Plon App Theming ist nur ein relativ dünner Layer, der das in Plon direkt integriert und es halt möglich macht, die ZIP-Datei jetzt da hochzuladen und das in Plon dann abzubilden, sodass dann die Yazoo-Regeln von Plon aus direkt greifen. Also ich muss halt keinen extra Server aufsetzen. Das kann irgendwo auch Sinn machen, aber für kleine Setups ist, denke ich mal, die Variante direkt mit den eingebauten Sachen in Plon schon durchaus besser. So kann man auch also unterschiedliche Sachen integrieren, zum Beispiel Header oder Footer, die so ganz anders geschrieben sind. Ja. Also ich greife mir aus dem Content-Bereich irgendwie ein, was ich über den Doom-Baum erreichen kann oder über XPath. Also wir haben jetzt hier immer dieses CSS-Doppelpunkt gesehen. Wenn ich das weglasse, dann muss ich einen XPath angeben. Und wenn ich CSS davor mache, dann kann ich CSS-basiert, das verstehe ich besser, kann ich halt über ein Element adressieren und das kann ich mir dann da reinziehen. Haben keine Zeit mehr für Fragen. Danke, Mike. Ja. Der nächste Talk wird dann von Patrick Gagan sein. Und ja, vielen Dank, Mike. Und nicht zu danken.